Hier unten eine richtige Sackgasse. Zumindest ist schon mal ein Skelett da. Ja. Tschüss. Ich habe ein bisschen besseres Aiming als du. Typ. Ja, wie war das mit der Sackgasse? Oh, am Arsch. Ich glaube, ich fange gleich an, hier rumzubuddeln. Mit einer Buddelforum oder so. Keine Ahnung. Komm, wir graben uns jetzt hier einfach mal so ein bisschen lang. Dann werden wir ja sehen, wo wir landen. Am Arsch der Welt wahrscheinlich wieder. Kann ja nicht so schwer sein, hier irgendwas zu finden. Auf welcher Höhe sind wir denn überhaupt? Ach ja, das wurde ja geändert. 67? Ist ja ganz schön hoch. Dann kramen wir uns mal nach unten. Ich setze auch mal eine Fackel für euch hin, damit ihr auch noch was seht. Hier ist schon mal Eisen. Hatten wir ja lange nicht mehr. Gute Eisenanhalt, eine Fackel haben wir noch. Ich nehme jetzt aber nicht das ganze Eisen mit hier. Das ist, wie gesagt, wir haben jetzt so viel davon. Und wir werden uns bei Gelegenheit sowieso eine neue Rüstung machen. Vorzugsweise aber aus Diamanten und nicht aus Eisen. Fackel. So. Ein bisschen Kohle kriegen wir auch noch mal ein bisschen. Unsere Spitzhacke wird bald die Hufe hochreißen. Machen wir mal auf die Seite. Ich würde sagen, wir graben uns jetzt mal bis zum Bedrock runter. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Diamanten abgreifen. Oder irgendwie mal in der Mine landen, aber bis jetzt gibt es hier nichts. Nichts. Ich meine, was auch mal schön wäre, wären ein paar Melonensamen oder so. Das war die erste Spitzhacke. Melonensamen brauchen wir zum Beispiel noch. Die haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gehabt. So Melonen. Ich meine, gut, wir werden die sowieso nie benutzen, weil ich einfach... Hey. Weil ich einfach mal so kein Melonentyp bin. Zumindest nicht in Minecraft, weil die heilen ein Feld. Sagen wir mal ein bisschen für den Arsch. Dennoch lieber ein schönes, saftiges Steak, so heilt 4. Jetzt reicht's aber langsam. Wie weit sind wir jetzt? 23, naja. Ey, kommt doch irgendwie nix. Ist doch scheiße. Da können wir ja ewig graben. What the fuck? Okay. Ist das jetzt besonderer Pflasterstein? Nö, ist immer noch der gleiche. Kriege langsam ein bisschen Angst. Hier ist schon mal Redstone. Na, immerhin. Redstone können wir mal ein bisschen mitnehmen. Und da ist schon Grundgestein. Lässt sich auch nicht abbauen, da kannst du drauf hämmern, wie du willst. Nehmen wir hier mal das Eisen noch mit, in der Hoffnung, vielleicht verbirgt sich ja dahinter noch irgendwas. Aber jetzt sieht es schlecht aus. Aber wir können ja hier mal eine kleine Mine anlegen. Graben uns einfach mal in alle Richtungen. So. Und so.
machen wir mal hier so. Muss man nicht so breit machen den Gang. Farmen wir einfach mal alles ab. Aber ich glaube jetzt sind... Okay, hier ist schon mal Lava. Das ist ein gutes Zeichen. Gehen wir hier mal nach oben. Hier müsste ja irgendwo was kommen. Ich meine, jede Lava hat zwar irgendwo ihren Ursprung, aber die muss ja irgendwo lang fließen. Auf welcher Höhe sind wir jetzt? 9. 9 wäre schon mal gut. Wir legen jetzt mal die ganzen Lavasee hier frei. Würde ich mal so sagen. Dann buddeln wir uns einmal drum herum. Muss da irgendwo was sein, das gibt's doch nicht. So, da ist noch ein bisschen Erde, so ein bisschen entspannter. Die lässt sich ein bisschen leichter abbauen. Ja komm hier, scheiß Kohle. Jetzt verhalten einen Scheiß. Gib mal ein paar Dias rüber, Typ. Ja, guck mal, nehmen wir trotzdem mit. Alter, das ist schon wieder richtig... Oh, Gold. Gold ist schon... Nein! Raus! Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein, nein, nein! 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 Verdammt! Ah, oh, krepiert. Schön, alles weg. Am Arsch. Toll. Scheiße. Alles weg. Na gut, wir haben zwar keine Dias gefunden. Oh, nee, ärgerlich. Na gut, war jetzt das erste Mal. Darf passieren. Rohstoffe, Bodenschätze. Hier. Ja, so viel zu, wir haben noch so viel Eisen, ne? Scheiße. Fuck. Oh, regt mich das auf jetzt. Jetzt haben wir gar nichts mehr hier. Einen Bogen haben wir noch. So. Die Axt haben wir noch. Das heißt, wir brauchen eine neue Schaufel. Ein neues Schwert. Oh Gott, ey. Alles weg. Toll. Danke. Danke, Minecraft. Danke, liebe Lava. Und warum? Aus dem Grund, weil ich einfach mal keinen Wassereimer mitgenommen habe. Der hätte uns jetzt nämlich gerettet. Aber nö. So. Toll, jetzt reicht das hier nicht mal für eine Rüstung. So, eine Schaufel muss reichen. So. So. Das wird niemals reichen. Stiefel. Ha, reicht genau. Okay. Jetzt ist mein Skin noch wieder da. Sehe ich gerade. Oh, nee. Ist das ärgerlich. So, jetzt haben wir wieder größtenteils so alles. Pfeile haben wir jetzt natürlich gar nicht mehr. Außer hier sind noch welche drin. Natürlich nicht. Drops haben wir auch keine mehr. Toll. Also sind wir erstmal out of Pfeile. Out of Level, out of alles. Toll. Scheiße. Und diesmal waren nicht mal irgendwelche Mobs da dran schuld, sondern einfach nur meine eigene Inkompetenz. Achso, wir brauchen noch ein paar Fackeln mehr. Haben wir denn Kohle? Nö, haben wir nicht. Die ganze Kohle, die wir mitgenommen haben, die war ja dann irgendwo hier. So, haben wir noch ein paar Fackeln. Das kommt hier wieder rein. Ich meine, es macht nicht mal Sinn, jetzt hier die Höhle zu suchen, weil die Sachen finden wir nie wieder. Scheiße. Außer es ist natürlich in einem anderen Chunk, dann können wir uns zwar schnell hinbuddeln. Dazu müsste ich jetzt aber wissen, welche Koordinaten das waren. Und ich hatte zwar die Seite offen,
Das heißt, ihr habt es gesehen, ich dagegen nicht. Okay. Erstmal ein bisschen Holz sammeln hier. Oh, das ist ärgerlich. Mal hier eine riesengroße Schlucht. Komm, wir gehen jetzt dahin. Oh, regt mich das auf. Aber gut, warum auch nicht? Scheiße. So. Aber wir haben gar nichts zu essen bei sich gerade. Deswegen sollten wir uns nicht so weit weg wagen. Aber wir können ja mal uns ein paar Brötchen schmieren. Nehmen wir mal jetzt hier zu unserem Haus. Zu unserem Haus gehen. Rennen! Wir rennen zu unserem Haus. Geh weg. Blatt stürzt. Huni! So. So, nehmen wir mal alles mit. Gehen wir nochmal durchs Wasser, weil schon die Hälfte mal wieder reingefallen ist. Huni! So. Ein paar Samen. Weil wer es kaputt macht, muss natürlich auch neu anpflanzen. So. Und dann können wir uns hier auch mal drum kümmern. Unser Kartoffelfeld. Nein, nicht essen. Die werden alle wieder angepflanzt. Und es ist schon wieder Nacht. Wird schon wieder dunkel. Halt, falsche Seite. Oder war es doch die richtige Seite? Ach, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Oh, zwei Creeper. Genau. So, ab nach Hause. Und ich hoffe mal... Ah gut, tschüss. So. Ich hoffe mal, dass jetzt hier genug ausgeleuchtet ist. So, wo hatten wir unser Grünzeug? Samen. Hatten wir nicht noch irgendwo Weizen? Oder haben wir uns daraus schon Brötchen gemacht? Nein. 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 Dekokram, Bodenschätze, Ausrüstung, Nether, Redstone. Muss doch bei Grünzeug drin sein. Hä? Ich meine, wir haben die ja nicht verbraucht. Wir haben ja... Und die Kisten, die anderen Kisten sind ja alle weg. Auch die draußen Kiste und so. Sehr, sehr mysteriös hier. Zack, zack, zack. Dann machen wir nochmal 8 Brote. Dann werden wir uns mal noch eine schöne Abendbrotsstulle machen. Schlafen gehen. Oh je. Fenchel verbrannte. Ja, Mann. Ja, gut. Also nehmen wir uns mal ein bisschen Stein mit. Dann nehmen wir uns ein bisschen Holz. Naja, viel haben wir nicht. Und dann... Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Können wir ja ein bisschen hier weiterbauen. Gut, so schnell kann die Folge dann auch vorbei sein. Jetzt müssen wir hier unsere Dia-Spitzhacke verschwenden dafür, aber gut, okay. Drauf geschissen. Ich werde mir dann am Ende der Aufnahme mal die Koordinaten raussuchen, um dann in der nächsten Aufnahme mal unsere Ausrüstung zu suchen. Vielleicht haben wir Glück und die ist noch da. So. Ich lasse jetzt bewusst mal die Playlist drinne. Und eigentlich mal hier alles mit Erde ausfüllen. Die Treppen nämlich raus. Die Fenster bleiben drin. Dann kommen hier nämlich diese Steine rein. So, und hier wird alles mit Erde ausgefüllt, die dann hoffentlich irgendwann grün wird. Dazu bräuchten wir einen Anschluss an eine grüne Fläche. Und die haben wir jetzt hier nicht. Sehr schön. Außer hier.
können ja hier mal ein bisschen Wand rausrupfen. So. Und dann müsste es irgendwann grün werden. Ernsthaft? Ernsthaft? Ah, ist ja bloß so eine Mini-Höhle. Gab es überhaupt einen Ausgang? Hä? Ich meine, hier sind Fackeln drin und so weiter. Oder habe ich das einfach zugebaut? Ist ja alles sehr mysteriös. So. Dann füllen wir das hier alles mit Erde aus. Das kann ja dann alles wachsen. Dazu müssen wir nicht zwingend notwendig hier dran beschäftigt sein. So, dann ist unsere ganze Erde auch erstmal weg. Also zumindest die wir mit uns rumgetragen haben. Los. Werd grün. Wachse. Wachse. Guck mal, wir haben noch zwei Erde. Haha. Ich höre doch schon wieder eine Spinne. Die spinnen ja wohl. So. Ach, hier kommen ja eh Baumstämme dann wieder rauf. Obwohl, nee, ist es. Doch, oder? Doch, eigentlich müssen hier schon Baumstämme hin. Sieht das nicht so cool aus. Passen wir hier mal ein bisschen an. Hier liegen noch Gehirne rum. Ach, da ist die Spinne. Stirb. So. Dann können wir uns nochmal hier rauf bewegen. Toll. So, okay, gut. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Es sieht jetzt so drinnen eigentlich immer noch zwar ziemlich dunkel aus, aber ich glaube, es ist jetzt soweit safe. So, Baumstämme. So. Hier auch. So. Und hier natürlich dann auch. Das heißt, hier wird dann alles wieder mit Holz ausgefüllt. Jawohl, mit Holz. Okay. Und zwar mit diesem Holz. So. So. Obwohl man da eigentlich dann noch was anderes hinmachen könnte. Aber gut, schauen wir mal, alles zu seiner Zeit. Hier kommt jetzt nur das Ganze so hin. Ein bisschen weg mit dem Dreck. Und ich glaube, es wird dann langsam auch Zeit, mal die Folge zu beenden. Aber hier müssen auch noch Baumstämme hin. Ja, doch, machen wir so. Haben wir noch irgendwas dabei? Hier, Eichensetzlinge, kommen die ballern, wollen wir noch schnell weg. Warum guckst du so böse? Spinnst wohl, hier. Kriegst du gleich eine mit der Handkante. Bäm. So, haben wir die auch verfranzt. Und bei Gelegenheit müssen wir dann hier vorne noch mal ein bisschen Platz schaffen. Hier eigentlich so. Diese ganze Ecke hier, die muss ja weg. Und dann kommt hier noch so ein schöner Eingangsbereich hin. Schauen wir alles mal. Aber erst in der nächsten Folge. Deswegen gehen wir mal runter hier in unseren Safe Room. Das ist wirklich der einzige Ort, wo ich mich im Moment ziemlich sicher fühle. Und dann werden wir mal gucken, ob wir in der nächsten Folge unsere Sachen wiederfinden. Also macht's gut. Bis denne und ciao.